Dies ist Pratibimba, der See der Besinnung. Schau ins Wasser. Was siehst du? Meine Narbe. Ich kann's kaum erwarten, dass sie endlich verschwindet. Kion, was ist, wenn die Narbe nie verschwindet? Aber nur deshalb bin ich doch hier. Ich will, dass sie weggeht und ich wieder genauso bin wie vorher. Die Narbe macht dich doch aber nicht zu dem, der du bist, Kion. Was meinst du? Die Narbe ist nur an der Oberfläche. In deinem Inneren ist so viel mehr. Darauf musst du dich nur wieder besinnen. Und ich muss mich darauf besinnen, wieder zu schlafen. Was? Du willst nicht helfen? Du gehst? Ich habe alles getan, was ich konnte, Kion. Wenn du gesund werden willst, musst du tief in dein Inneres hineinschauen. Tief in mein Inneres hineinschauen? Ja. Besinne dich auf das, was du getan hast und auf das, was du noch tun musst. Hör zu! Das ist jetzt die perfekte Gelegenheit für uns. Rani ist durch die königlichen Pflichten von der Führung der Nachtscha abgelenkt. Und Kion traut sich die Führung der Garde der Löwen nicht zu, weil er sein Gebrüll nicht einsetzen kann. Wir sollten sofort angreifen. Noch nicht. Das ist noch nicht alles. Die Nachtscha bewacht den Baum des Lebens während der Nacht. Und die Garde der Löwen bewacht ihn wiederum bei Tag. Wir können sie also überhaupt nicht überfallen? Oh doch, wir schlagen kurz vor der Ablösung zu. Dann sind die einen schon zu müde und die anderen noch nicht richtig wach. Sonnenuntergang, das ist die Zeit zum Angriff. Probleme. Wieder Mama Binturong. Die schon wieder. Das ist mein Bambus. Ich war zuerst da. Das hört sich nicht wie Mama an. Aha. Wir müssen es trotzdem nachprüfen. Denkst du echt, du kannst mich von hier verdrängen? Nein, ich denke echt, wir können dich von hier verdrängen. Kommt alle her! Oh nein, ist das euer Ernst? Was war das denn hier? Was macht ihr? Beruhigt euch doch. Ich hab gesagt, ihr sollt euch beruhigen! Wer bist du denn? Ich bin Fuli. Wir sind die Garde der Löwen. Aber ihr seid gar keine Löwen. Das kriegen wir oft zu hören. Oh, du bist ein Riesenpanda. Und ihr seid die sanften Bambuslemuren. Wenn's um Bambus geht, sind wir gar nicht sanft. Aha, das können wir sicher regeln. Mein Name ist Beshti. Wer seid ihr? Ich bin Hong Hong. Und das hier ist mein Lieblingsbambuswäldchen. Ich bin Kelly. Und das da ist auch unser Lieblingsbambuswäldchen. Kannst du denn nicht später wiederkommen? Nein. Pandas müssen sich mit ihrem Essen nach einem ganz bestimmten Zeitplan richten. Also morgens, nachmittags und mitten in der Nacht. Sollen wir nicht unsere Wache fortsetzen? Die können das doch unter sich ausmachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rani das Recht ist. Ich denke, wir bringen sie zu ihr. Sie ist die Königin. Sie weiß, was zu tun ist. Richtig. Ich suche sie. Also dann mal los. Wir gehen zu ihr. Wir gehen zur Königin. Sofort.